Kamera läuft. Okay, wir sind ready. Ja. Ja. Hallo, ich bin Lisa. Und ich bin Tanita. Tanita, beim letzten Mal hattest du mir gezeigt, wie man in Teams gemeinsam an Dokumenten arbeiten kann. Jetzt kenne ich einfach diese Situation von meinen Kunden, dass wenn man gemeinsam an Dokumenten arbeitet, dass immer einer ein gesperrtes Dokument öffnet und dann gar nicht bearbeiten kann. Ja, das ist sehr ungünstig. Das Schöne ist, dass das auch mit Teams hier behoben wird, denn wir können gemeinsam an einem Dokument arbeiten und sehen das auch tatsächlich. Ich würde sagen, dadurch, dass wir in der letzten Session ja schon ein Dokument hochgeladen haben in Teams, werden wir das jetzt mal gemeinsam bearbeiten. Du in Word und ich aus Teams heraus. Okay. So, hier ist unser Dokument zur Videoskripte. Ich sehe, Lisa bearbeitet ebenfalls dieses Dokument und kann jetzt hier unter dem ersten Punkt anfangen, etwas hineinzutippen. Okay, super. Ich kann das hier direkt sehen. Hallo Teams. Ich sehe hier oben in Word auch, dass du mitbearbeitest, deine Initialen und dann Tanita Martin. Wir sind mit zwei Geräten eingewählt. Wenn ich mir das jetzt so anschaue, dann frage ich mich natürlich, was ist denn, wenn du das Dokument bearbeitet hast und das gefällt mir nicht? Dann, wie komme ich denn vielleicht an ältere Versionen ran? Ja, das ist kein Problem. Dazu gibt es den Versionsverlauf. Den kann man sich ganz einfach abrufen. Das würde ich aber in dem nächsten Video machen, wo du dir zum Beispiel auch gar keine Sorgen machen kannst oder musst, ist, was das Speichern angeht. Oben links in deinem Dokument findest du automatisch Speichern und da ist auch der Haken an. Das heißt, in Zukunft wirst du einfach ein Dokument bearbeiten. Ich bearbeite es zeitgleich und wir brauchen uns da, wie gesagt, keine Gedanken drüber machen, weil alles ist immer gespeichert und am rechten Ort. Super gut.